wieder hinnehmen. Okay, okay. So. Ja, guten Morgen. Morgen. Erklär mal, was für ein Thema wir haben. Nachdem wir vor einer Woche das Thema Vorwahl hatten, haben wir heute das Thema Nachwahl. Nicht Abwahl, sondern Nachwahl. Wegen auch Abwahl. Und nachdem, Gerd, du beim letzten Mal mich so überraschend auf den falschen Füßen erwischt hast, du hast mich ja gebeten zu sagen, ja, was verbindest du Hartwig eigentlich mit Wahl? Und ich wusste jetzt nicht genau, was du meinst. Du hast dann irgendwie irgendwas mit, oder mit Vorwahl. Vorwahl, ja. Beim Telefon, ja, ja. Telefon, ja. Ja, genau. Ja. Also das Beispiel, aber, das Beispiel Nachwahl lässt sich jetzt, glaube ich, nicht auf Telefone anwenden, oder? Nee, lässt sich nicht auf Telefone anwenden. Abwahl auch nicht. Auflegen vielleicht. Ja. Wobei ja, man das auch nicht mehr macht, ne? Ja, das ist richtig. Bei einem physischer Vorgang. Ja. Auflegen war ein physischer Vorgang. Ja, 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 ja. Ja. Ist alles ja. Vorbei. Ja, wir hatten so liebe liebe FreundInnen, wir hatten so wenige Minuten vor unserer Aufzeichnung und so ein bisschen warm geredet. Und wir waren also gedanklich, ich weiß gar nicht, ob wir kurz vor dem Auflegen waren, aber auf jeden Fall haben wir so ein Statement gehabt wie, okay, was für Profis sind jetzt eigentlich gewählt worden in Mannheim, in welchen Parteien auch immer, die jetzt mit Koalitions- oder Vorkoalitionsgesprächen zu tun haben, dann tauchte das Stichwort Politblase auf. Es sind dann in unserem Umfeld in Mannheim halt Kandidaten gewählt worden, die im Wesentlichen oder ausschließlich im politischen, in dieser Politblase, in einem politischen Betrieb aufgewachsen sind. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, wie nah sind die eigentlich am tatsächlichen Leben? Gerd, wenn ich mich recht erinnere. Ja, nee, ich hatte in Vorbereitung unseres Gesprächs, also jetzt mal abgesehen von den Prozenten, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen und den möglichen Koalitionen und was weiß ich nicht alles, ja, hatte mal überlegt, welche Menschen da gewählt werden und hatte mir, soweit ich das herausfinden konnte, mal angesehen, was die mitbringen. Also dass man von jungen Leuten nicht erwarten kann, dass sie 30 Jahre Berufserfahrung haben, ist klar. Und hatte mir zwei von den Jungen, die direkt oder die gewählt worden sind, angesehen. Parteien braucht man nicht erwähnen. Ja. Die eine hat ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen, hat aber ausschließlich in der Politik bis jetzt gearbeitet. Aber immerhin, sie hat einen Abschluss. Die andere studiert seit 9 Jahren Volkswirtschaft, hat keinen Abschluss. Und hat nie was anderes gemacht und ist aber noch unter 30 und ist auch gewählt worden. Und ich hatte einfach unter diesem Aspekt mir überlegt, angesichts dessen, was da immer beschrieben wird, also welche Aufgaben vor uns liegen und so weiter, sind das Profile, wo man sagen kann, ja, mit so einer Truppe kann man natürlich die großen Fragen unserer Zeit entsprechend managen. Ne? Und wenn es nur politische Entscheidungen sind, aber sind da die Horizonte vorhanden, die vorhanden sein müssten, wenn man sowas machen will. Ne? Also das heißt, so ein bisschen ist man in der Zwickmühle. Also zumindest ich fühle mich immer so, wenn ich sage, ohne Berufserfahrung, da habe ich ja früher auch immer gelacht, ne? Als ich jung war und gesagt habe, ich kann auch alles. Aber aus heutiger Sicht wissen wir ja beide, wie schwierig es ist, so Change-Projekte selbst in einer kleinen Firma zu organisieren. Ne? Was alles damit zusammenhängt, also mit Form der Organisation, mit Form des entsprechenden Einsatzes vom Personal. Ne? Wer ist der Richtige oder die Richtige, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort? Wie werden die geführt, wie werden sie motiviert, wie viele Freiheiten bekommen sie, wo muss man im Grunde genommen all diese Geschichten, da muss man bestimmt sagen,
schwer. Ja, und wenn man die hat und dann einfach nur setzt auf das, was in den letzten Jahren sich leider Gottes in dieser Republik etabliert hat, dass man sagt, nur Regeln und Sanktionen. Ja, wenn man sich zum Beispiel die Grünen, die ja so als die juvenile, frische Partei sich immer präsentieren, ansieht, die sind ja wilhelminisch in der Art und Weise, wie sie auftreten. Ja. Nur noch Verordnung, Regel, Sanktionen und dann wird das schon klappen. Und dann kommen Leute, die Regeln und Sanktionen beschließen, die selber noch nie eine Nase selbst in Ladengeschäft gesteckt haben im Sinne von Arbeit. Das finde ich spannend. Das finde ich schon mal sehr spannend. Ich merke, du hast heute Morgen hast du eine Neigung zu einer positiven Interpretation. Du bist als Optimist unterwegs nach der Wahl. Ja. Nein, ja. Wirklich, das war ironisch, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Also das ist... aber das, ich habe da im Kopf, ne, und da schwillt mir wieder der Kamm, ich habe im Kopf, wie alles, wie diese Geschichten, ja, die ja keine Erfolgsgeschichten sind, sondern die Geschichten sind, die resultieren aus Mangel. Ne? Wir haben in der Politik, meines Erachtens haben wir Personalmangel im Sinne von Menschen, die eine ganze Menge drauf haben und sagen, ja, aber auch da werde, das ist wichtig für mich, da werde ich mich engagieren, auch wenn ich da nicht so viel verdiene und so. Da haben wir Personalmangel. Stattdessen haben wir eine ganze Menge von Leuten, die denken, Mensch, ohne große Strapazen kannst du relativ schnell eine Karriere machen, ohne dass du dich hast irgendwo sonst noch qualifizieren müssen. Ja, das finde ich eigentlich einen betrüblichen Zustand. Und da glaube ich jetzt nicht so an die Transformation. Und da schwillt mir der Kamm, wenn ich an unsere lieben Medien denke, die im Grunde genommen da nicht mal kritisch nachfragen. Also ist alles in Ordnung, ist alles super. Ja, genauso wie jetzt mal in Bezug auf die Wahlergebnisse. Da frage ich mich wirklich, muss ich jetzt vorsichtig sein. Ne? Nein, weil ich emotional werde. Ich frage mich, was da eigentlich passiert ist, dass da so ein Unsinn erzählt werden kann. Ne? Also, dass jetzt ja, zum Beispiel die FDP und die Grünen sich zusammensetzen, mal gucken, wer zu uns passt, ne? weil die großen Parteien keine Rolle mehr spielen. Entschuldigung, wenn man noch die Mathematik halbwegs beherrscht und sich das Wahlergebnis anguckt, hat die Große Koalition 50%. Ja, die beiden Parteien der Großen Koalition haben die absolute Mehrheit. Ja, das wird völlig anders beschrieben, und also als wäre das gar keine Option, als wären da jetzt zwei Loser. Ja, sowohl die SPD als auch die CDU, beide mit 25%. Und jetzt kommt der Herr Lindner und der Herr Habeck mit 11 beziehungsweise 14%. Man verzeihe die Komma, die stellen hinter dem Komma. Und sagen, jetzt zeigen wir denen mal, wo es lang geht. Und die ganze Journalistenmeute bellt begeistert mit. Ja. Da frage ich mich, können die noch bis 3 zählen? Ja, immer das wäre, oder wir hatten das Thema Medien, hatten wir schon mal. Und die dann unter anderem das, oder vielleicht auch überwiegend das Interesse haben, Situationen zuzuspitzen, um einfach höhere Reichweiten im Internet zu haben. Ja, aber sie erzählen ja auch, also sie produzieren ja Fake News. Da sind auch Fake News. Ja, ja. Ne? Ja. Also das sind einfach Fake News zu sagen, die großen Gewinner dieser Wahlen, die FDP schon mal gar nicht. Ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent, also unter 1% mehr. Ja, okay, das ist im Grunde, kann man auch sagen, Stagnation. Die Grünen haben dazu gewonnen, was die CDU verloren hat. Die ja. Wählerwanderungen sind anders, weiß ich auch. Die SPD hat dazu gewonnen, ungefähr in der gleichen Dimension wie die Grünen. Ja, aber das wird wiederum kaum erwähnt, ne, weil das eine große Partei ist, die leider nur noch 25% hat. Es ist alles unabhängig davon, was dabei rauskommt, welche Optionen sind denn da? Ja, nehmen wir mal die Parteiabzeichen weg. Also wir haben, fast alle haben einen Konsens in Bezug auf Neoliberalismus mit einer Einschränkung seitens der SPD und natürlich der Linken, die
eigenartigerweise keine Rolle mehr spielen. Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, sie könnten auch grün. Und dann haben wir Bellizisten, also das heißt äußeres Feindbild Russland und China, und die sich da profilieren im Hurrageschrei in Bezug auf alles, was eine instrumentalisierte NATO im Sinne der USA macht. Da ist aber doch Konsens. Ja. Also insofern, wo ist denn da jetzt mal ein Neuanfang? Ja. Ja? Und Digitalisierung. Da weiß ich, wie das ausgeht. Egal, wer da im Grunde genommen jetzt beauftragt. Also die Digitalisierung über den öffentlichen Dienst, das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das hinterher aussieht. Ja, wobei, ich meine, eine CDU-dominierte Regierung hat halt 16 Jahre gezeigt mit unserem Fashion Verkehrsminister und unserem Wirtschaftsminister Altmaier, dass wirklich so wichtige Themen der letzten 10 Jahre und auch der nächsten 10 Jahre, meinetwegen neue Mobilitätskonzepte oder Digitalisierung, dass die überhaupt nicht in der Lage oder nicht willens waren, die Themen anzufassen. Ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Also ich meine, egal welche Ministerien wir da nehmen, also ich habe in Bezug auf Afghanistan, habe ich da noch den lieben Herrn Maas im Blick und die Frau Kramp-Karrenbauer, da braucht man nicht drüber zu reden. Also von der Performance ist das lausig gewesen, und meine Prognose für das es ist nicht viel, das ist ja der Punkt. Siehst du irgendwelche Stellen, da wird so aus meiner Erfahrung in Bezug auf Managementfähigkeiten, auf Führungskompetenz, auf den Willen, Verantwortung zu übernehmen und auch mal gegen den Strom zu schwimmen oder so, dass du da bestimmte Profile erkennst? Das würde mich sehr interessieren. Also es gibt ein Lieblingszitat von mir, das ist von einer amerikanischen Psychologin, die heißt Amy Cuddy. Und Amy Cuddy sagt, fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts. Und bei etlichen der Minister fehlt es an der fachlichen Kompetenz. Einfach mal angenommen, die wäre da, fehlt es dann an der Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen aufzubauen, gehören so Zutaten dazu wie Glaubwürdigkeit, Klarheit in der Entscheidung, auch Empathie. Das sind nicht unbedingt Eigenschaften, die so im Rahmen der Karriere, in der Politblase gefördert werden. Also so gesehen, sagen wir, das sind sicher keine dominierenden Fähigkeiten, die meisten Politiker haben. Andererseits, du erinnerst dich, ich weiß nicht, ob das unter Schröder war, auch damals, als man versucht hat, einen Verfassungsrechtler, ich glaube den Kirchhoff, also jemand außerhalb der Politblase, in Ministeramt zu hieven, oder es gab dann, glaube ich, bin nicht sicher, hieß der Hausmann oder Haumann, Hausmann, es gab dann ein Unternehmer, der damals, glaube ich, auch unter Schröder Wirtschaftsminister werden sollte. Und das hat in beiden Fällen nicht geklappt. Also Herr Kirchhoff war ja ein Kandidat von der Merkel. Ja, ja, ja. Hat dann der Schröder so polemisiert und hat immer vom Professor gesprochen. Der Professor aus Heidelberg hat es genau durchgerechnet und so. Ja, aber es ist die Frage, ich meine, wenn man mal über den ziemlich hohen deutschen Zaun hinausschaut, in andere, auch europäische Länder, da macht sich ja die Tendenz zunehmend breit, dass man sogenannte Experten oder Fachleute holt in die Regierung. Also in Italien ist man momentan dabei, so viel ich weiß, hat Macron das gemacht, in den Niederlanden auch. Ja. Ja? Also dass man erkennt,
dass bestimmte Dinge nur mit einem entsprechenden professionellen Horizont auch tatsächlich in Angriff genommen werden können. Das ist hier noch nicht der Fall. Im Moment haben wir hier ja eher einen Arbeitsmarkt für Leute, die möglichst wenig mit professionellen Umfeldern zu tun haben. Ja, ja. Ja, aber das wäre ja die Frage. Ne? Schaffen die das? Muss man auch mal ganz genauer hingucken. Auf der anderen Seite gibt es dieses Argument der Wirtschaft, das kenne ich auch schon über Jahrzehnte, die sagen, wenn wir das machen würden, wir hätten alles im Griff. Nur sind die politisch meistens ziemlich doof. Ne? Also das heißt, die erkennen die soziale Dimension nicht, die kommunikative Dimension, die mit politischen Entscheidungen zusammenhängt. Und wenn man das alles rein technokratisch entscheidet, hat man auch ein ziemliches Desaster. Ja. Das zeigen ja gerade die großen Automobilfirmen, die lange Zeit nicht den Trend, so diesen Megatrend in Sachen Mobilität erkannt haben. Ich hab heute Morgen wieder unter der Dusche hab ich mir überlegt, okay, wie gehe ich an das Thema ran? Sorry, wenn ich jetzt mal so einen anderen Ansatz vortrage. Und ich habe mir dann gesagt, okay, wenn ich mir mal vorstelle, ich sei ein Satellit und ich schaue von oben auf Europa, was würde ich mir eigentlich wünschen? Das ist das, was Politologen, glaube ich, Soziologen Narrativ nennen, eine Erzählung nennen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, was wäre so meine Lieblingserzählung? Meine Lieblingserzählung wäre, dass es ein Europa gibt, das humanistischen Werten verpflichtet ist, das auf einer partnerschaftlichen Basis mit großen Wirtschaftsblöcken wie China, Russland, USA auf gleicher Augenhöhe umgeht. Und das setzt halt voraus, dass die anderen Blöcke den europäischen Block respektieren. Das bedeutet, dass Europa nicht mit erhobenem Zeigefinger die Werte, europäischen Werte hochhält, so als Vorwurf gegenüber den anderen Blöcken. Es würde auch bedeuten, dass wir halt technologisch einen deutlichen Sprung machen, also dass Innovation gefördert wird, technologische Entwicklung gefördert werden. Und es würde auch bedeuten, Scholz hat ja das Wort Respekt im Wahlkampf so in den Mund geführt, das würde dann auch bedeuten, dass man respektvoll in Europa miteinander umgeht. Und das wäre nicht Austeritätspolitik. Also es gibt jetzt schon Befürchtungen in Italien, so wie ich es gestern gelesen habe, wenn Lindner Finanzminister würde, dass dann so Transfer, das, was bei uns in Deutschland selbstverständlich ist, Länderfinanzausgleich, dass es sowas auch in der EU gäbe, dass das nicht mehr möglich ist oder dass man befürchtet, dass das nicht geben wird. Also ich habe einfach mal aus der Satellitenperspektive mein Wunschbild, habe ich mir zurechtgebastelt und dann überlegt, okay, welche Partei oder welcher Kandidat unterstützt eigentlich meinen Wunsch in diese Richtung? Und? Erzähl. Da bin ich bei den Porsche-Fahrern nicht so optimistisch. Wobei die FDP steht eigentlich auch immer so historisch für große Flexibilität. Allerdings dann im Hintergrund immer die Befürchtung, dass sie als Umfallerpartei gilt. Also sagen, ich bin, wenn ich jetzt so an deinen Optimismus anknüpfe, würde ich sagen, das sind jetzt spannende Gespräche. Und ich bin mal gespannt. Aber ich hab kein ungutes Gefühl. Also ich habe schon ein gutes Gefühl, dass, das klingt jetzt ein bisschen schwurbelig, wenn das gelingt, was Habeck Vertrauensraum nennt, das ist... Lächelt nicht. Das ist so ein cooler Begriff, oder? Ja. Wenn sowas wirklich zustande kommt, sagen wir, dass es eine spannende Alternative geben könnte zu Schwarz-Rot. Das ist. Ja, große. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt die große Koalition toll fände. Nein, du wolltest einfach mal. Ich wollte einfach mal die Proportionen veranschaulichen. Also die große Koalition hätte, wir haben natürlich nicht als große Koalition kandidiert, aber diese beiden Parteien, die gestellt haben, haben zusammen immer noch die absolute Mehrheit. Ja. Ne? Das ist erstmal ein Fakt. Und da brauchen wir gar nicht lange drüber zu diskutieren. Ich denke, das ist der Elefant im Raum, den keiner sehen will. Okay, das ist ein Bild, ja. Jetzt diese seitens der Grünen
gucken, wen wir uns dann von den beiden auswählen und die eventuell sich vorstellen, sowohl die SPD jetzt auch noch mit dem besseren Ergebnis als auch die CDU würden im Grunde genommen auf die Knie fallen und sagen, alles, was ihr wollt, erfüllen wir euch. Da haben die sich, ich glaube, das ist ein sehr gefährliches Kalkül. Ja. Wenn sie es zu bunt treiben, dann werden die, vielleicht haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Dann gibt es halt eine neue große Koalition mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und, absolut. Das würde vielleicht manchen in der CDU auch gut in Kram passen. Dann ist der Laschet weg und sie können mit frischen Ministern da vielleicht sich neu profilieren. Also die Chance ist gar nicht so unrealistisch. Ja. Und dann gucken die richtig dumm aus der Wäsche. Ja, ne? Ja, das sehe ich auch so. Es gibt ja, Kevin hält sich im Augenblick dezent zurück. Aber der ehemalige Juso-Vorsitzende ist halt mit 48, 49 Bundestagsabgeordneten im zukünftigen Parlament vertreten. Und das heißt, die haben eine mächtige Position, um soziale Forderungen durchzusetzen. Also es geht jetzt nicht nur um die Gelben und um die Grünen, sondern es geht dann auch um SPDler, die wirklich so ein bisschen rot sind. Ne? Ja, die haben ja bei dieser Entscheidung haben die ja extrem profitiert von der Linken. Ja. Ja, also sie haben in Bezug auf das Kontingent, das die Linke sowieso nur hatte, 600.000 Stimmen sind von der Linken zur SPD gewandert. Ja. Ne, weil die SPD jetzt auch wieder mehr so Arbeitnehmerrechte und soziale Sicherung und solche Geschichten auf dem Tapet hatten. Und die Linke ja ein desaströses Bild abgegeben hat. Also dass bei einer Spitzenkandidatin gleichzeitig noch ein Parteiausschlussverfahren lief, ja, ja, und so weiter und so fort. Und die Linken haben eigentlich ein bisschen Glück. Sie sind halt im Parlament, weil sie drei direkt gewählte Kandidaten haben. Und ich finde den Gysi finde ich sehr, sehr sympathisch, aber der hat schon drei Herzinfarkte hinter sich. Also wenn Gott möge das verhüten, Gregor Gysi vor der Wahl den finalen Herzinfarkt bekommen hätte, dann wären die Linken nicht im Bundestag gewesen. Und ein Bestandteil der Linken ist ja, dass sie nicht besonders pfleglich mit Andersdenkenden umgehen. Und der Umgang mit Sarah Wagenknecht ist ja ein Beispiel. Also ich finde es dann auch spannend, was die zukünftige Rolle Sarah Wagenknechts anbetrifft. Ja. Und Lafontaine. Genau. Also ich denke aber unterm Strich, die Frage ist, sind wir in einer Situation, in der die Bevölkerung glaubt, mit einer neuen Regierung würde man einen Aufbruch erleben? Und das bezweifle ich. Ja. Ja, also wenn man sich Regierungswechsel ansieht, also ob das der 98 war in der einen Geschichte nach der Ära Kohl, Schröder-Fischer, da war ja erstmal Jubelstimmung. Ne? Da ist man mit breiter Brust an die Arbeit gegangen, in der Bevölkerung war eine große Erleichterung und so weiter und so fort. Wenn man sich ansieht, als Macron gewählt wurde vor ein paar Jahren, war in Paris eine Riesenfete. Ja, also immer wenn Regierungen, die lange im Amt waren, wenn da eine Ära beendet ist und jetzt wahrscheinlich aus der Opposition heraus was Neues entsteht, war immer Aufbruchstimmung. Das verspüre ich bei uns überhaupt nicht. Ja. Ne? Wir haben jetzt hier erst einen scheiß langweiligen Wahlkampf gehabt. Jetzt haben wir so eine eigenartige Arithmetik, wer mit wem und wie viel Prozent und bla bla bla. Um Inhalte geht es immer noch nicht. Es sei denn, Leute wie Röttgen sind plötzlich im Rausch und erzählen, wie sie sich das Operation Barbarossa nochmal Anführungsstrichen. Aber ansonsten geht es immer noch nicht das muss eine Regierung auch beweisen. Was sie jetzt erzählen, ist ja gut. Ne? Aber letztendlich muss eine Regierung beweisen, also wie du sagst, kommt da ein neues Vertrauensverhältnis in die Politik? Also sag mal, pass mal auf, ihr seid die Akteure. Die Bevölkerung, ihr seid die Akteure.
Wir wollen euch Rahmenbedingungen bieten, wo ihr im Grunde genommen euch entfalten könnt. Übrigens eine Rhetorik der FDP. Ne? Der Lindner sagt, man muss die Menschen machen lassen. Da wär ich mal gespannt. Ne? Lässt man die Menschen machen und nicht nur die Unternehmer, ja, nicht nur die Unternehmer, die womöglich dann auch noch irgendwie mit Steuervorteilen oder so ihren Reichtum vermehren, und das ist es. Oder lässt man wirklich, schafft man eine Atmosphäre, wo in Neues investiert wird, wo in Neues mit Freude investiert wird, wo man auf Lösungen sich konzentriert und nicht immer nur auf Probleme. Ne? Wir haben ja diese Problemkultur auch. Alles, was als Vorschlag kommt, da haben wir gleich 40 Seiten Problemauflistung, anstatt zu sagen, stellt euch mal vor, wie Knorke das wäre, wenn das funktionieren würde. Ne? Ja, das soll. Da ist man dann ja sofort, außen vor, weil es heißt, das ist ja völlig irre. Ja, ich glaube, ja, also sag mal, wenn es sowas, es gibt kein deutsches Gen, aber sag mal, so ein Aufbruchsgen oder ein Schalter im Erbgut der meisten Deutschen, der in Sachen Aufbruch, wir haben schon eher ein Gen in Sachen Abbruch. Na, es gibt im Zusammenhang mit 1990 gibt es ein Aufbruchsgen, das haben die Leute im Osten haben das super hinbekommen, aber im Westen, oder du als Historiker, kannst du dich, wenn du so mal die letzten 1000 Jahre Revue passieren lässt, gibt es da viele Situationen, die für Aufbruch stehen und für so optimistische Umbruchstimmung? Fragezeichen. Meinst du jetzt in Bezug auf Deutschland? Auf Deutschland. Ja, das ist schwierig. Ja, vielleicht 1830 oder 48 irgendwas. Ja, 48, ja, in Hambach, solange der Wein noch floss, ja, aber das war ja auch relativ schnell vorbei. Ne? Ja, aber du weißt ja, Alkohol ist ein Zellgift, also im Zusammenhang. Ja. Also okay, das ist im Grunde genommen nicht so unbedingt das Ding der Deutschen, das stimmt. Also sehe ich auch so. Ne? Ja, das ist also das ist eine schöne Formulierung. Es ist nicht das Lied der Deutschen. Ja. Wir sind, wie gesagt, eher so die, was ja auch entwicklungspolitisch und entwicklungskulturell durchaus Vorteile hat, ne? Dass man so auf Sicherung bedacht ist. Nicht umsonst gab es mal hier Sozialsysteme, die wir weltweit beneidet wurden, aber die sind ja demontiert worden. Ja. Wir sind ja, da hat sich ja in Bezug auf Neoliberalismus hat sich ja ein Rigorismus durchgesetzt, der gar nicht deutsch ist. Ja. Ja? Also dass man das alles kaputt hauen kann und sehen kann, wo die Leute dann bleiben. Das entspricht nicht unbedingt dem deutschen Naturell. Ne? Und, aber die Abwehrmechanismen, die funktionieren eben nicht mehr so, wie zum Beispiel die Organisation von Betroffenen, ne? Wie Gewerkschaften. Ne? Also wenn ich in diesem ganzen Konsort, also wir haben eine Wahl gehabt, wir haben bestimmte Optionen und ich höre keine Gewerkschaften. Also ich kann mich noch dran entsinnen, wie gesagt, das fing alles mit der Ära Merkel an. Da haben die Gewerkschaften sich noch zu Wort gemeldet, haben gesagt, pass mal auf, ne, so und so stellen wir uns das vor, sonst zieht euch warme Socken an. Das ist alles weg. Ne? Das ist alles weg. Ja. Sag doch nochmal was Optimistisches zum Schluss zu unserem Thema. Was optimistisch? Ja, ein Freund von mir, der aus dem Bankensektor kommt, ja, der sagt immer, glaub nie, dass es besser wird. Es wird nie besser, es wird nur anders. Ne? Okay. Ob das ist jetzt nicht optimistisch. Ich denke, wir haben momentan politisch, zumindest was den Parlamentarismus anbetrifft, haben wir politisch keine Option, auf die ich setzen würde, dass diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, halbwegs vernünftig gehandelt werden. Das glaube ich nicht. Okay. Wir haben auch keine kritische Instanz, die das reflektiert. Ja. Also insofern,
wie ein anderer aus einer anderen Wirtschaftsbranche, ich zitiere jetzt bewusst Leute, die, wo man immer sagen würde, die stehen so auf der Sonnenseite, der sagt, das muss erst alles richtig gegen die Wand fahren, ehe sich hier noch was tut. Ne? Also weil die Blase, die Mainstream-Blase, die die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland im Moment reflektiert, das ist Wolke 7. Das hat mit den tatsächlichen Problemen nichts zu tun. Ja, lieber Gerd, vielen Dank für das optimistische Schlusswort. Ja, okay, den Optimismus teile ich. Oder sagen wir Skeptizismus, den teile ich. Wobei, ja, vielleicht noch, was ich spannend finde, es wird jetzt so die Illusion erzeugt, von den Medien erzeugt, als ob es für die SPD nur die Alternative gibt, demütig abzuwarten, was Grün-Gelb entscheiden. Und das ist insofern eine Illusion, und das ist, denke ich, der SPD auch klar, es natürlich eine Alternative gibt. Mit der CDU, nicht mit der CDU. Ja. So in der Merkel'schen Tradition, so eine Art Schlafwagen-Mentalität. Aber es gibt ja auch andere in der CDU. Nicht? Zumindest die Machtkarte wird die SPD, wird Scholz spielen. Und, ja, natürlich. Das macht die nächsten Tage oder Wochen macht es sehr, sehr spannend. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, warten wir es ab. Oder wie sagt der Kölner, es kütt wie es kütt. Genau. Oder es ist noch immer Jodje-Jange. Ja, es ist immer Jodje-Jange. Genau, das würde jetzt, das hofft wahrscheinlich Armin Laschet. Ja. Die Aachener sind, glaube ich, vielleicht sage ich auch was Falsches, aber die Aachener sind auch, glaube ich, von der Mentalität sehr, sehr nah. Ja, an den ja. Das glaubt er jetzt. Ne? Das glaubt er. Aber ich würde auch in seinem Fall nicht den Fehler machen, den viele bei Kohl gemacht haben. Also der wird ja im Grunde genommen auf der ganzen Linie immer unterschätzt. Ja. Dass er Parteivorsitzender geworden ist, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass alle ihn unterschätzt haben. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also ob die Karte Laschet mit seinem Jamaika-Zirkus, ob die ausgespielt ist, weiß ich nicht. Ja. Wird man auch sehen. Aber wie gesagt, entscheidend ist ja, was kommt denn da zusammen? Also Neoliberalismus und Bio, das ist zumindest ein dadaistisches Happening, auf das ich mich freue. Ja, und ich meine, vielleicht noch die Information, aber das wissen wahrscheinlich unsere Zuhörer, die Wähler der Grünen und die Wähler der FDP sind die mit dem durchschnittlich höchsten Einkommen pro Kopf. Ja, ist doch super. Ja, also da haben dann, wie auch immer, vielleicht genau. wird das ein anderes Thema sein. Genau. So, lieber Freund, dann, okay. Liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ja, optimistische Grüße, lebt lang und live long genau. And prosperous. Genau. Servus.